Hallo ihr Lieben, schönen guten Vormittag. Ja, wir haben Montag und ich bin heute seit 8 Uhr eigentlich schon die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ja, zum Bluttest, dann musste ich Isabel nach Uelzen kurz fahren und wieder zur Schule dann. Und wenn ich schon mal in Bewesen dann war, das sind ja, was weiß ich, 500, 600 Meter nur bis zum Aldi und Edeka, da habe ich gedacht, gut, fährst noch mal kurz da ran. Eigentlich wollte ich dann hinterher noch zu Lidl. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich jetzt nicht, ist alles egal, mache ich ein anderes Mal, weil, keine Lust, keine Kraft, gar nichts. Ja, aber ich habe ein paar Sachen bei Aldi gekauft, das ist auch wirklich nicht viel geworden. Hier nur so eine Kiste und die zeige ich euch einfach mal. Ja, auf jeden Fall habe ich zwei richtig schöne Rollen Geschenkpapier mitgenommen, also so neutral, sage ich mal, so ein lila. Und Silber fand ich einfach mal schön. Bald ist ja Weihnachten. Was davon stattfindet, weiß ich zwar nicht, aber egal. Ja, momentan sind überall auch ganz viele Spielsachen im Angebot, aber ich brauche keine Spielsachen mehr. Ja, bei Edeka habe ich nur 6 Stück, sag ich mal so, ne? 6. Ich zeige euch nicht alle 6. So, da, die Tüte ist voll. Sind im Angebot für 1,08 Euro, sonst kosten sie irgendwas 1,48 oder so. Habe ich jetzt 6 Packungen von Baguettes gekauft, haben wir gar keine mehr. Und zwar in verschiedenen Sorten, 2x4 Käse, 2x das mit dem Hähnchen und 1x mit Tomaten und Käse. Ja, das räume ich gleich dann weg. Dann habe ich beim Edeka auch, ich will irgendwann mal versuchen, Macarons zu machen und ich habe nur diese naturbelassene Mandeln bis jetzt zu Hause, ja. Habe jetzt 2 Tütchen, diese geschälte, ne, Mandeln mitgenommen. Mal gucken, wann wir das machen. Dann beim Edeka sind noch die mitgekommen, also Peperonimix, 2 Orangen. Nur 2, ich kaufe jetzt nicht diese riesen Pakete. Einmal Knobi, eine große. Leckermäulchen für Krischi und Easy. Das sind 2 Stück. Und was habe ich noch bei mir hier mitgenommen? Wackelpumming. Dann, hier sind Clementinen, also Mandarinen, was auch immer. 5 Stück. Bei Aldi sind zwar gerade und überall eigentlich auch im Angebot diese Kästen. 2,3, 2,5 Kilo. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so einen Kasten kaufe, schmeiße ich am Ende fast die Hälfte weg. Wir sind zwar 5 Personen, davon sind aber 4 Personen über die Hälfte des Tages, also, ja doch, nicht ganz, also stundenlang, aber auf jeden Fall 2 davon und fast den ganzen Tag Papa und Christian nicht zu Hause. Die nehmen sich zwar auch mal gerne was mit, aber die essen nicht so viel davon. Und wenn am Tag jetzt 2 Mandarinen gegessen werden, ja, bei einem Kasten ist das schon eine Menge, ne, die dann übrig bleibt. Also habe ich jetzt nur 5 Stück genommen, lose, mal gucken. Wenn sie jetzt gut weggehen, vielleicht kaufe ich dann einen Kasten, wenn die Kinder sagen, und der Papa kauft mal wieder. Dann habe ich Teriyaki-Soße gekauft für heute Abend und Sauerbratentütchen. Muss immer auf Vorrat da sein. Ja. Und genau, das kam noch von dem Bäcker. Das ist aber auch alles. Bressot ist gerade im Angebot. Ich habe einmal Kräuter und einmal gegrillte Paprika gekauft. Genau, das ist jetzt von Edeka gewesen. Jetzt ist Aldi dran. Von Aldi sind wieder mal, wie immer, ne? Die sind eigentlich lecker, aber überhaupt nicht sättigen. Also ich brauche für mich alleine schon mindestens 2 davon zum Frühstück. Also habe ich jetzt, also 2 Brötchen, nicht 2 Packungen. 2 Packungen nachgekauft. Dann sind hier, ja, so wie immer, so ein paar, 2 Stück Kirschtaschen, eine Vanillestange und ein Franzbrötchen für Fischi, Easy und so. Dann, ich habe ja gestern Brot gekauft, gebacken, aber das ist ein dunkles Brot mit Körnern. Oh, Raffi isst sowas überhaupt nicht, deswegen habe ich jetzt tatsächlich weißes Weizenbrot halt gekauft, damit mir das Kind überhaupt was mit in die Schule nimmt. Sonst nimmt er sich nichts mit, der Vogel. Jo, also bei Edeka, bei Aldi gab es nämlich nicht.
Mehl. Und noch vom Edeka, genau, das habe ich jetzt fast unterschlagen, Stangensellerie. So, bei Aldi im Angebot war Tee, da lagen 3 oder 4 verschiedene Sorten. Ich habe jetzt Earl Grey gekauft. Das müsste, ist das jetzt der Tee lose oder? Ja, der Tee ist hier lose. Und meine Kinder, also Christian vor allem, der steht voll drauf, ne? Oder Raphael eigentlich auch. Die nehmen sich diesen Sieb oder so ein Ei habe ich dafür und machen sich ein schönes Teechen. So, Bananen. Dann Tomaten, Paprika, 2 Mango zum Nachreifen eigentlich. In der Packung war ein Mangebot, habe ich nicht genommen. Gibt es einen besonderen Trick, wie man die am besten schält, vor allem von dem Kern runterkriegt? Das ist ja eine Fummelei jedes Mal, Lise war letztes Mal hier fast schon am Ausrasten. So, dann habe ich, war auch im Angebot, Drama zum Kochen 2 Stück. Dann 2x Kräuter, Dings hier, Salatkrönung, würzige Kräuter und Dillkräuter für Salatsauce. 1x Backpulver. Achso, das wollte ich eigentlich im Auto lassen. Kaffeesahne. Hab mir vorhin bei McDonald's Latte gekauft. Bäh! Tut mir leid, Entschuldigung. Also es war so eklig. Also ich kenne das von Bäcker, wenn ich mir Latte kaufe. Natürlich ist es da nicht so günstig, ne, wie bei McDonald's. Aber das schmeckt nicht so schrecklich. Also es schmeckt wirklich... Ich mag ja keinen puren Kaffee. Ich muss da wirklich Milch drin haben. Zucker nie im Leben, aber Milch. Und deswegen passt mir Latte Macchiato eigentlich sehr gut. Weil da doch schon so eine ziemlich gute Schicht Milch drin ist und so. Aber dieser war so bitter bei Mickes. Isabel hat sich ein Eis gekauft. Und dann hat sie mir tatsächlich ein bisschen was von ihrem Eis in den Kaffee reingetan. Weil das war überhaupt nicht schön. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir jetzt diese Kaffeesahne und lasse den, bei diesem Wetter wird es ja nicht schlecht im Auto. Deswegen, ja. So, mein Akku ist eigentlich gleich alle. So, ich habe euch jetzt ein bisschen angestöpselt, Kabel. Sonst ist gleich Kamera aus. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, Kaffeesahne habe ich euch gezeigt. So, dann habe ich für die, extra für unseren Kamin, für die Scheibe, für die Glasscheibe. Das, was ich da hatte, ist schon fast alle. Dann habe ich Kerzen mitgenommen. Und zwar jetzt schöne winterliche Duftkerzen. Für unter 1 Euro waren die. Duftkerze Winterzauber. Ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen, wonach es riecht. Dann Beerentraum. Oh, das riecht wirklich schön fruchtig, beerig. Und Gletschereis. Oh, das ist eher mein Duft, weil das tatsächlich nicht zu süß ist. Ne? Also ich mag nicht dieses über süß. Ja, das riecht gut. So, dann ein bisschen... Ah, nee, das ist jetzt mit Käse. Gummibärchen. Das ist das jetzt von hin. Dann eine Packung Käse, weil wir am Freitag Pizza gemacht haben und da habe ich einiges an Käse verbraucht. Und Puttenbrustfilet, 3 Sorten, je 2 Packungen. Ja, Aufschnitt halt fürs Brot, für die Bande. 3 Gläser. Sind insgesamt von diesen Geflügelwürstchen mitgekommen. 4 Dosen von den gehackten Tomaten und 1 Becher Schmand. Und dann habe ich für heute Abend geplant, Hähnchenkeulen zu machen. Das ist so eine XXL Familiengröße. Dann habe ich im Anbau noch 2x Wasser. Also einmal diese mit dem Penöpsel, die Flaschen 0,75 und einmal die 1,5 Liter ohne Kohlensäure. Dann habe ich hier 3
Flaschen Saft, einmal Mango Maracuja und zweimal Pfirsich. Aber ich mag sowas gerne. Ich trinke eigentlich nur Wasser normalerweise, aber Pfirsichsaft, den mag ich sehr gerne. Trinke ich ab und zu mal zum Abendessen so ein halben Glas, aber ansonsten echt nur Wasser. Und auch sowas Mango Maracuja, das schmeckt eigentlich auch sehr lecker. Ne, deswegen, aber ansonsten wirklich nur Wasser. Und ich habe noch mal eine Packung Traubensaft gekauft. Das mögen die Kinder sehr gerne. Ja, und das war es dann auch. Genau, hier ist noch ein Pfirsich nicht da, da habe ich ja zwei gekauft. Das ist alles. Es ist nicht wirklich viel. Das ist kein richtiger Wocheneinkauf. Das muss ich gleich sagen. Wocheneinkauf ist ein bisschen mehr für 5 große Personen. Das ist jetzt für die nächsten 2-3 Tage. Ne, das heißt, ich muss wahrscheinlich die Tage nochmal los. So viel steht mal fest. Aber für heute und morgen und so, was so das Wichtigste ist, habe ich jetzt da. Ich habe ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse eingekauft. Brötchen sind da, was ich nicht gekauft habe. Aber ich glaube, wir haben auch noch eine Packung Toastbrot. Milch musste ich nicht einkaufen. Ja, mal gucken. Morgen bin ich im Dahlenburg wegen Rafi, ne? Und dann vielleicht Norma ansteuern. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. So, ihr Lieben, ich räume das jetzt alles hier weg. Vor allem die kalten Sachen, die in den Kühlschrank und Gefrierschrank gehören. Den Rest lasse ich jetzt mal stehen, weil ich gerade so merke, ich muss mich kurz so in die Horizontale bringen. Vorher meine Tablette nehmen. Manchmal gibt es eben Tage, die sind gut und manche Tage sind nicht ganz so gut. Ich bin froh, dass ich am Mittwoch nach Hamburg kann, dass da jetzt besprochen wird, wie es weitergeht. Hoffentlich wird das nicht wieder abgesagt. Achso, ich war ja vorhin gerade nochmal beim Arzt, weil ich da was abholen musste. Die Verordnung für Massage und meine Blutwerte von der letzten Woche ausgedruckt und so, ne? Ich habe gerade so einen Stapel Papiere wieder mitbekommen und Rezept für die Apotheke, das liefern die aber nachher, die Medikamente noch. Ja, ich habe heute schon einiges erledigt. Ich bin seit um 8 Uhr auf den Beinen quasi, also aufgestanden bin ich schon früher, aber unterwegs halt, ne, ohne Pause großartig. Deswegen brauche ich jetzt ein kleines Päuschen. Ja, und was der Tag so noch alles bringt, ich habe noch einiges zu erledigen. Ich schmeiße jetzt die Waschmaschine noch an. Und dann packe ich mich kurz hin. Ja, weil die Kinder haben heute ein bisschen länger Schule. Ich kann jetzt erstmal eine kleine Pause machen. So, auf jeden Fall sehen wir uns heute noch wieder. So, ihr Lieben, ich habe mich ja, wie gesagt, hingelegt und habe versucht, ein bisschen zu schlafen. Hat nicht geklappt. Dieses Telefon macht mich noch kirre. Kannst aber auch nicht abstellen. Ne? Ich habe ja auch Kinder, die in der Schule sind. Wenn was ist, muss der dann auch die Schule hier anrufen oder so. Ne? Und es kann auch mal was Wichtiges sein. Es war ja auch einer der Anrufe wirklich wichtig. Also ich habe trotzdem ein bisschen schon so einen Hals. Bin genervt, ehrlich gesagt. Letzte Woche wurde ja der Termin abgesagt, auf diese Woche verlegt jetzt in Hamburg, ne? In Eppendorf. Jetzt hat die Ärztin wieder angerufen, aber selber die Ärztin. Ne? Wir haben dann ein bisschen noch besprochen, was ich jetzt mit Prednisolon machen soll und so. Ein bisschen runter nochmal gehen und gucken. Sie hat gedacht, dass sie schon ab Mittwoch arbeiten darf. Gesundheitsamt hat sich gemeldet, nein, erst ab Donnerstag. Das heißt, mein Termin wurde wieder auf nächste Woche Mittwoch verlegt. Ich glaube, die haben tatsächlich in der Ambulanz Termine für Patienten wie mich. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt da nach Krankheit staffeln oder irgendwie so trennen. Nur mittwochs. Das heißt, nur mittwochs und dann, ich glaube sogar von der Uhrzeit nur ab 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr, glaube ich, oder so. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass mein Termin jetzt, den ich eigentlich übermorgen hätte, auf nächste Woche wieder verlegt wurde. Schon wieder alles die Woche ein bisschen geplant drumherum irgendwie und wieder
haut es nicht hin. Also es ist echt... Naja, ist ja nicht die Schuld der Ärztin oder auch meine oder wie auch immer, aber trotzdem ist es doof, finde ich. Ich wärme mir hier gerade ein bisschen was zum Mittagessen, ein bisschen späteres Mittagessen. Vorhin ging es mir überhaupt nicht gut, wollte ich nicht essen. Und räume das, was ich vorher nicht weggeräumt habe. Also ich habe nur die kalten Sachen weggeräumt. Ne? Sowas muss jetzt hier eingeräumt werden. Ja, und nachher, wenn es heißt Abendessen kochen, nehme ich euch mit. Vielleicht auch ein bisschen noch beim Haushalt, aber es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Wäsche ist schon wieder fertig, die Waschmaschine, Geschirrspüler muss gemacht werden. Ja, immer das Gleiche, das Übliche. Okay, ich räume das jetzt mal weg und wir sehen uns gleich wieder. So, es ist jetzt Zeit, um ein bisschen was vorzubereiten. Also noch ist es natürlich viel zu früh, um Abendessen richtig schon anzuschmeißen. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte heute Keulen haben. Und zwar mache ich die Keulen jetzt, holt mein Salz, hier ist mein Salz, marinieren. Und die werden nachher im Backofen gemacht, denke ich mal. In Teriyaki-Soße. Ja, und vorher gebe ich einfach mal Salz noch, aber nicht zu viel, weil die Soße ist ja schon gesalzt. Und ein bisschen Pfeffer rein. Das Klappern im Hintergrund ist Isabels Gabel auf dem Teller. Die ist gerade erst von der Schule gekommen. Das arme Kind hat heute wie viele Stunden? Acht Stunden. Ja, sie ist nicht gerade gut drauf. Aber das muss sie, glaube ich, selber euch erzählen, warum, wenn sie will. Erzählt sie es euch. Wenn nicht, auch nicht. So, und dann gebe ich auf jeden Fall, aber diesmal noch, ich habe dir schon mal sowas Ähnliches gezeigt, ordentlich Knobi rein, und zwar sind es 3,5 Zähne, und die sind nicht gerade klein. Die kommen auf jeden Fall rein, und eine kleine Zwiebel. Ja, mir ist heute danach. Mach nicht so gut drauf. Ja, und den Knoblauch, den werde ich nachher nicht mitbacken oder braten. Und werde jetzt einfach mal nicht zu klein, nur so, dass er das Aroma abgeben kann. Schneiden, ne? Also so in grobe Stifte, Knoblauch mit rein und die Zwiebel, die halbiere ich nur und mache dann auch noch Halbringe. Zack, und die mache ich jetzt so ein bisschen auseinander. Ne? Und die Soße. So. Und das Ganze einfach mal schön, damit überall die Soße ist und auch Knoblauch und so. Kleckern noch ein bisschen rum. Ist aber egal. So. Ja, und dann lasse ich das Ganze jetzt einfach mal stehen. Bis es Zeit ist, ich decke das gleich ab, so bis es Zeit ist, Essen zu machen. Durchgesaugt, die Wäsche geht neu, hängt, Geschirrspüler läuft. Das Essen muss ich gleich noch machen. Es ist gleich 5, also mache ich jetzt den Kamin an. Den habe ich ja jetzt sauber gemacht vorhin.
So, ihr Lieben, wie ich schon gesagt habe, es gibt heute Hähnchenkeulen und zwar 5 Stück an der Zahl, also pro Nase ein Keulchen. Aber das sind große Keulen mit Rückenstück, ne? Also deswegen passt es schon. Es waren eigentlich 7 in der Packung, die ich gekauft habe. 2 davon habe ich jetzt für Hühnerbrühe genommen. Koche dann die Tage, also ich denke morgen vielleicht oder übermorgen, ein Süppchen damit. Und die kommen einfach mal in den Backofen. Aber bevor die das machen, mache ich einfach mal noch ein bisschen würzen. Und zwar Paprikapulver noch drauf. Und jetzt kommen sie einfach mal in den Backofen rein. Ja, bis sie fertig sind. Ich stoppe da nie die Zeit. Ich gucke einfach, wie sie aussehen. Ja, und ich werde nebenbei dann Reis im Teefall aufsetzen. Das habe ich gerade vor kurzem euch erst gezeigt. Das muss ich nicht zeigen. Und es gibt Gemüsesoße dazu. Und das sind die Zutaten, die ich dafür nehme. Ein Stück Stangensellerie, 2 Möhren, eine Paprika, eine Zucchini, eine Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch. Bevor es püriert wird, wird das Ganze gekocht, ne? Grob geschnitten und gekocht. Und eine Chili, eine ganze, wird mitgekocht und vor dem Pürieren rausgeholt, sonst wird es zu scharf. Ja, und dann werde ich das Ganze natürlich auch ein bisschen mit dieser Teriyaki-Soße abschmecken, ne? Also als Flüssigkeit kommt nicht nur Wasser rein, sondern ein bisschen was von dieser Soße mit dazu. So sieht der Plan aus. Dazu gibt es dann eventuell noch einen gemischten Salat. Und das überlege ich mir noch. Erstmal müssen die Vogelbeine in den Ofen rein. Hier habe ich jetzt einen Topf und da gebe ich ein bisschen... Die Flasche kaufe ich nie wieder, die ist ganz blöd zu machen. Ein kleines bisschen Öl rein und mache schon mal an und schnippel einfach mal alles grob, damit es kurz angebraten werden kann. So, die Chili bleibt ganz und der Rest wandert nach und nach, also zuerst die Zwiebeln, Knoblauch und Möhre, umgekehrt Zwiebel, Knoblauch und Möhren. Rein und kurz anbrutzeln lassen. Ja, und dann kommt der Rest, also die Paprika, Zucchini und Sellerie. Die brauchen ja nicht ganz so lange. Und die Chili ganz. Und das gieße ich jetzt, obwohl ich kann ein bisschen was noch von den Zwiebeln und Knoblauch mit rein tun in die Soße, muss ja nicht verschwendet werden. So, es ist jetzt schon kurz angebraten, jetzt kommt der Rest rein. Hier wird gerade warm, der Geschirrspüler ist aufgegangen. Okay. Hoppala. Der ist nicht kaputt, der ist nur... Kann man abmachen. So, und jetzt kommt einfach erstmal Wasser rein. Und dann ein bisschen von der Teriyaki-Soße, in der das Hähnchen vorhin drin war. Nicht viel, nicht alles, das war eine ganze Flasche. Das mache ich hier hin. Ja, und dann darf das Ganze weich kochen. Ja, und das ist eigentlich fast schon alles, was ich so großartig mit dieser Soße vorhabe. Da wird nur noch rein püriert und verfeinert. Also, ja, Entschuldigung, fast vergessen. Die muss da unbedingt mit rein erstmal. Ja, und jetzt heißt es warten und den Reis anschmeißen. Ja, ich warte jetzt, bis das hier durch ist, wo ich mit der Soße weitermache. Ich habe, glaube ich, keine Lust heute auf Salat schnippeln, außer Isi hilft mir. Ja, und ich werfe gleich noch den Reis an, der wird im Multikocher gemacht. Den habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Im Reisprogramm, das ist wirklich nichts Besonderes. Das ist das Einfachste, was überhaupt in dem Multikocher geht.
Ja, mir passiert heute auch nicht großartig, aber ich zeige euch nachher auf jeden Fall, wie es mit der Soße weitergeht und wenn die Keulen durch sind, fertig sind. Ja, ihr merkt, ich habe heute nicht besonders gute Laune. Irgendwie einfach der ganze Tag ist von Anfang an ein bisschen kuddelmuddelig. Beim Arzt musste ich jetzt mal draußen warten, in der Kälte, weil ja, wenn mal so viele Leute da waren, früh am Morgen zum Blut abzapfen. Ja, dann eben, dass der Termin abgesagt wurde für diese Woche und auf nächste schon wieder verschoben. Ne? Man plant ja eigentlich die Woche so teilweise drumherum, wenn solche Termine, so große Termine stattfinden, ne? Dass man jetzt weiter wegfahren muss oder wie auch immer. Ne? Und das wird schon wieder verschoben. Na ja gut, keiner kann großartig was dafür, außer die Situation gerade momentan. Ja. Ist irgendwie heute der Wurm drin. Ich hoffe, morgen wird es besser. So. Ich schmeiße jetzt den Reis in Multikocher rein. Kennt ihr schon? Ich habe ganz oft gezeigt. Und wenn das Ganze hier Gemüse durch ist und es hier mit der Soße weitergeht, dann zeige ich euch, wie es geht. Oder was ich mache. Habe ich auch schon oft gezeigt eigentlich. Diesmal ist die andere, die einzige Sache, die anders ist, dass ich diese Teriyaki-Soße noch mit reingeschmissen habe. Vielleicht würze ich nachher ein bisschen anders, aber eigentlich nicht wirklich. So, ihr Lieben, es geht jetzt mit der Soße weiter und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache wirklich nichts Besonderes rein, sondern einfach nur hier von der Creme leicht ein bisschen was rein. Davon. Dann habe ich hier gegrillte Paprika-Frischkäse. Ja, nicht viel. Ein Esslöffel reicht. Dann kommt ein bisschen Kurkuma rein. Und Dill. Nehmen wir die andere Seite. So, das ist das Erste. Die Chili habe ich schon rausgepult. Und jetzt püriere ich das ganz einfach. Ich probiere, ob genug Salz drin ist. Ein bisschen Salz kann noch rein. Und auch ein bisschen Pfeffer. Aber nicht viel, wir haben ja schon Chili drin. Noch einmal durchmixen. Einen kleinen Schuss Rahmer. Und fast fertig. Nur ganz kurz auf schwacher Hitze aufkochen lassen. Und gut ist es. Dann hatte ich noch 3 Kartoffeln übrig von gestern und auch 3 Kartoffeln sind für mich zu viel, einfach mal wegzuschmeißen. Also habe ich so kleine Dosen, ich hatte diese ganz kleinen Dosen mit Erbsen und Möhren und so, aufgemacht und halt zusammengeschmissen. Möhren, Erbsen, Bohnen, Gewürzgurken, Zwiebel und eine kleine Dose rote, rote Beete, genau. Den Salat werden aber wahrscheinlich die Männer morgen zur Arbeit eher mitnehmen und nicht jetzt zum Reis und Hähnchenkeule essen. Ja, ich denke mal, Gemüse habe ich hier genug in der Soße drin. So ein bisschen Alibi-Gemüse. Ja, jetzt warte ich nur noch auf den Reis, der dauert nicht mehr lange und dann zeige ich euch einfach mal das Ergebnis, was es heute zu essen gibt. Es ist nichts Besonderes, wie gesagt, es ist was Schnelles heute, was Unkompliziertes und ja, was ich zum Teil so ein bisschen nebenbei machen konnte. So, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Das Dunkle auf dem Hähnchenkeulchen ist Paprikapulver. Ist etwas zu dunkel geworden, leider. Ja, wir werden jetzt essen. Das schmeckt trotzdem super lecker. Das Fleisch ist gut durchgezogen mit der Marinade. Ja, der Tag ist jetzt eigentlich auch schon vorbei. Ich denke mal, nach dem Essen werde ich mich in die Badewanne packen und hoffen, dass meine Laune besser wird. Ja, auch ich bin ein Mensch und habe auch mal schlechtere Tage, wo meine Laune nicht besonders gut ist, weil irgendwas schief läuft, was nicht klappt.
Ja, wie jetzt in meinem Fall. Der Termin wurde wieder verschoben. Beim Arzt lief es nicht so, wie ich das eigentlich gehofft habe. Länger draußen warten müssen und so weiter und so fort. Isabel hatte heute auch keinen guten Tag. Die hatte heute ersten Versuch, Theorieprüfung zu machen gehabt und leider ein bisschen Pech gehabt. Hat sie beim ersten Mal jetzt nicht bestanden. Ist kein Weltuntergang, kein Beinbruch, ne? Also kann jedem mal passieren, ist auch hier schon einigen passiert. Und die wird beim nächsten Mal es einfach mal, ja, hoffentlich besser machen oder eben mehr Glück haben. Da ist es wirklich manchmal tatsächlich Glückssache. Das Mädel hat geübt wie bekloppt. Papa hat mit ihr gebüffelt und geguckt und diese Bögen gemacht und mit der App die Prüfungen mehrmals, also mehrere Bögen halt auch durchgenommen und so weiter. Ne? Passiert halt, ne? Ja, wir drücken einfach mal die Daumen, dass es beim nächsten Mal besser geht und machen weiter. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, wer mag, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.